Yes! Willkommen zurück beim Mutterzirkus. ich wollte mal noch eben sagen, das habe ich in der ersten Folge vergessen zu erwähnen. Ja, ich finde den Namen Remothered. Ja, das so, stell dir vor, das ist so ein Horrorspiel für Mütter. So endlich ist dein Kind so 20 ausgezogen und auf einmal stehst du wieder vor der Tür und du musst nochmal 15 Jahre oder so. Jetzt bin ich wieder 5, Mama. I am Remothered. Wiedergemuttert. Ja. Oh, der. Also die erste Folge war noch nicht so creepy, aber ich glaube, ja. Jetzt in der zweiten könnte langsam... Weil ich habe kein Wunder, ich sehe immer außer Puste. Ja, ohne Witz, ey. Jetzt so eine witzige Art, sich zu bewegen. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. No. Thank you. Oh, I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely. Mann, das ist mal eine coole Ausrede für ein Spiel, das so dunkel zu machen. Ah, okay, gut zu wissen. Aber hier liegen zwei Kippen schon, ne? Tick, tock, tick, tock. Ich habe ja gesagt, ich habe was vorbereitet für den Fall, dass es gruselig wird. In der ersten Folge kam es noch nicht zu tragen, aber vielleicht diese Folge. Ich will keine Schokolade. Ich will keine Schokolade! Das ist ja dein Way. To cope with it. Hm. Du meinst, wenn ich will keine Schokolade! Ich will lieber ein Mann! Oh. Kennst du das Lied? Wir werden fürs Nichtstun eine Trophäe erhalten. Oh geil, die Ankunft. Ist ja fast wie Dings. Kann ich noch rennen im Haus? Nee. Ich möchte den Namen eigentlich nicht sagen, wenn das, dann das wäre schon wieder Werbung für den Idiot. Aber nee, ich lass es. Ich lass es. Muss auch nicht. Please, this way. Ja. This way. Solche Folgen. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Oh, it's very bad for you. Ich habe aber nochmal auf die letzte Folge. Ich habe mal von irgendeinem, ich weiß gar nicht mal, von irgendeinem, so ein älterer linker Autor halt oder so, was gelesen und dann, aber es war schon vor links 200, im Sinne von politisch. So, ja. Genau. Oder saß der links von dir? Genau. Also saß links von dir. Hat es geschrieben und dann habe ich es schnell gelesen. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie vor 150 Jahren oder so, wollten die irgendwie der Staat Steuern eintreiben für. Könnte auch sein, dass der linke Autor link war und zu dir gesagt hat, ja komm, vertrau mir doch, komm. Ich bring dir eine Cola mit und so und dann kannst du mir deine 50 Euro geben. Auf jeden Fall wollte dann der Staat irgendwie Steuern von ihm eintreiben und dann hat er sich einfach total vehement angefangen dagegen zu wehren und irgendwelche Gründe zu suchen und so krasse Briefe geschrieben und das ist so witzig, so irgendwie wie bei Känguru, man muss den Leuten nur auf die Nerven gehen und sie beschäftigt halten. Mhm. Und dann hat es halt sich echt witzig entwickelt, wie er das so beschreibt in dem Buch. Stimmt. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit und ich kann mich auch nicht mal an alles erinnern. Das ist wie das, wo damals alle angefangen haben, dann der GZ immer einen Cent zu viel zu überweisen. Ja. Dabei, dann hatten sie einen mega Riesenaufwand. Das, was ich gut fand, ist, ich bin für solche Aktionen. Das ist ja gerade aus, was schwebt. Guck mal, wie die Treppe hochschwebt so halb. Ja, das ist, weil die haben die Animation für Treppen eingebaut, aber es ist schwierig. Es ist dann so gemacht, dass man. Der Charakter weiß, okay, da ist eine Treppe, das heißt, ich muss mich so bewegen. Mhm. Aber er weiß nicht, wie sind die Stufen. Das ist sehr, sehr schwierig zu. Ja, das ist. Das können ganz, ganz. Muss man drauf achten. Das machen fast alle Spiele so, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Ich habe nur ganz selten Spiele gesehen, wo dann wirklich Treppe für Treppe, also Step by Step sozusagen. This way, please. Stufe für Stufe, manchmal. Man könnte auch sagen, stufenlose für. Gut, also Mr. Felton hat irgendeine komische Krankheit bis jetzt, so sieht's aus. Das Ganze, alles ist dunkel. Auf keinen Fall überspringen. Nee, schon klar. Gut. Ja, also. Hallo! Vorgesprungen. Oh. Ja, aber ich finde diese Körper, wie sie sich bewegt, ist so ganz eigen. Das finde ich cool gemacht. Dass sie so eine eigene Körpersprache hat. Ja, sie hat. Sie wirkt so ein bisschen verängstigt. So ein bisschen so. Ich, ja, und auch so getrieben. Ja, aber auch so ein bisschen so, ich zeig dir, was ich.
so, dass ich hierher kommen kann und keine Angst habe, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen unsicher. Und gut, sie weiß noch nicht. Mäßig auch so, als wäre sie so. Sie weiß ja noch nicht. Mr. und Mrs. Feltons Farm, Rosso Gallo, geschlossen, Gefahr durch Verseuchung. Wyman und die Feltons wurden wegen kriminellen Tätigkeiten gegen Verbraucher und Arbeiter angezeigt. 2. Oktober 71, die Rosso Gallo Farm, der Stolz der Gallos, wurde wegen vermeintlicher Verseuchung geschlossen. Es wurde berichtet, dass einige Produkte von giftigen Pollen infiziert wurden. Dies könnte der Grund des ernsten Parasitismus sein. Die Besitzerin Ariana Gallo oben rechts, ihr Mann, der Anwalt Richard Felton, unten rechts Professor und Firmenpartner Albert Elias, großes Bild, sitzen in Untersuchungshaft. Letzterer wurde angeblich von Mr. Felton angeklagt. Er beschuldigt Mr. Elias, seine Firma dazu verwendet zu haben, um pharmazeutische Experimente durchführen zu können. Tatsächlich kam die Warnung von Einwohnern, die für die Firma tätig waren. Den Ashmans, die Schwestern des angrenzenden Klosters, bewirtschafteten das Gebäude und kontrollierten die Ernte. Den Symptomen des Berichts zufolge, okay, sollen wir es immer ganz lesen? Ich glaube, das ist jetzt relativ lang. Das muss eben jeder dann selber lesen, wenn er möchte. Ja, die Behörden nehmen an, dass es Seuche ist, die über Grundwasser ausbreitet. Okay, auf jeden Fall, es gibt eine Seuche und die hat irgendwie alles abgefuckt. Mhm. Naja, hat es noch ein bisschen mit Drogen und pharmazeutische Scheiße und ja. Wow. Heiliger Jesus, empfange mich. Vor allem trägt sie einen Dornenkranz. Guck. Ja. Ist ja auch Jesus und Maria. Und von oben greifen die bösen Hände nach ihr. Ja, also. Interessant. Do you believe in God, miss? Ugh. It would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God. But ineptitude, mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please sit down. Mm-hmm. Der Typ, ey. Dr. Reed, I suppose. Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. Da hat man bestimmt noch mehr Schnupfen können. Im ersten Mal ist getroffen. Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. Da wird geflirtet. In dem Alter noch. Da geht doch bestimmt keiner mehr hoch, oder? Deshalb hat sie auch gesagt, I am flirted, Mr. Felton. I'm flirted by you. That's right. And in a few words? In a few words. They didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues to go through. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. Yeah, and a Coke. Tea or coffee. Espresso? No, thank you. As you wish. Maybe some human brains? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You could fuck off now. You're diagnosed 1958. Also die Gloria finde ich creepy. Ja. Weil ja gerade die komische Musik kam wahrscheinlich. Vielleicht ja. The first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates. Haben die gerade Ja, haben sie. Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste's never come back home. She's now running up a mountain. She was adopted, am I right? Hmm. The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Mr. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you! How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... Der hat die bestimmt im Keller liegen, die Alte doch.
I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. To help to forget her? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. The back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm Who talking about? Who are you, and why did you come here? Jetzt wird's brenzlig. Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. Condescending finde ich auch ein cooles Wort. Das hat irgendwie was. Condescending. Hat was von Kondom. Deswegen nicht unbedingt. Doch. Wie Kondom diese Kassette, wo es gibt da. 14-year-old boy reads the Bible in a condescending voice. How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. Ich glaube, ich habe die Folge irgendwie gefühlt fast gar nichts gemacht. Ja. We all know the story, unfortunately. Oh Gott, diese Tür, ey. Ja, warte, die Folge ist doch gleich. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Ich bin echt gespannt. Hä? Ich glaube, jetzt müssen wir einfach wieder heimfahren mit dem Bus. Ja. Und das Spiel remothered. Verschwinden. Endlich. Ich habe so hart gespielt für die Trophäe. Du hast zwei Trophäen schon erhalten jetzt. Der Trophy Hunter. Ankunft und Verschwinden. Ja. Das war's. Noch nicht ganz. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Nein, ich meine, das war das Spiel. So als Gag. Ja, ich weiß. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Stimmt. Why does it always rain on me? Ich habe so viel Schlagzeug gespielt die letzten Tage, dass ich so Blasen bekommen habe. Und jetzt sind von den Blasen so noch die Hautfetzen übrig und stehen jetzt hier überall so weg. Das ist eine ekelhafte Geschichte. Das ist Urteil. Oh, guck mal, die alte Teugel da rum. Die Anna wartet hier jetzt bestimmt und versucht wieder reinzukommen. Haja, Dr. Reed. Dr. Reed. Let's go, baby. You're easy to read. Thank you. I liked your thesis. It was such an easy read. Your thesis? Your thesis. Ach so. Die These, die Doktorthese, yeah. Not your thesis. I like your thesis. Ich mag deine Fäkalien. Zeig mir die Fäkalien, baby. Hä, wo hat die Schlüssel her? Glaubst du? Hä? Ah, ja, doch, habe ich gesehen. Ganz kurz. Gott verdammt. Glaubst du, dass sie das Mädchen sucht, weil es vielleicht ihre Tochter ist, ihre leibliche, und sie weggegeben hat, damit sie promovieren kann, obwohl sie gar kein Doktor ist? Angeblich. Es könnte sein, dass es ihre Tochter ist, die sie damals zur Adoption weggegeben hat. Ja, warum sollte sie sonst so interessiert daran sein? Ja, oder sie interessiert sich, will halt allgemein das Verschwinden aufklären, aber... Ja, ja. Ach so, das waren, ich dachte gerade. Aber ich gerade zufällig genau im selben Moment die Fernbedienung gedruckt habe, ne? Ja. Nee, auch weil halte auch schon nach dem Spiegel im Metronom. Halte auch schon nach dem Spiegel dem Metronom. Du kannst nur da speichern. Okay. Oh, es ist ätzend. Spiegeln mit dem Metronom. Okay. Oh Gott, Leute, ich sage euch. Spiele, wo man nur... Müssen hier ausmachen, glaube ich. Manche Bereiche verhalten will... Ja, total. Dass mir das jetzt erst auffällt. Manche Bereiche fällt mir, das sind sehr dunkel. Es könnte schwierig sein, sich darin zurechtzufinden. Drücke die Taschenlampentaste, um dir den Weg zu leuchten. Okay. Crazy. Lauf doch mal los. Da links ist schon von dir schon. Ah, Taschenlampe. Achso, okay. Es ist eine Einführung gerade. Tutorial. Gelang ins Haus und triff Mr. Felton. Geschafft. Aber wieso macht die Taschenlampe? Untersuche das Verschwinden von Celeste. Okay, ich glaube, ab jetzt ist es Open World, beziehungsweise Open House. Dr. House wäre stolz auf uns, oder? Dass wir einfach so ins Haus reinkommen. Inventar
öffnen. Schnellauswahl, Ablenkungsgegenstände werden benutzt, um deine Gegner zu verlangsamen oder abzulenken. Du kannst maximal 3 davon tragen. Wenn du einen Ablenkungsgegenstand aufgenommen hast, kannst du ihn... Werfbares Ziel, platzierbares... Alter, nicht so schnell. Ablenkgegenstand. Werfen, halte die Ziele, okay, alles klar. Ja, und platzieren, Viereck. Aber ich dachte, es gibt 3 verschiedene. Und dann kommen hier nur 2. Es gibt 3 verschiedene Typen. Werfbares, platzierbares. Ja, weiß auch nicht. Okay. Wow. Okay, wie es im Haus aussieht und was in den Schubladen drin ist. Nächstes Mal bei Game Circus. Was? Bin gespannt. Schon? Ja, links Nein. oder rechts? Links oder rechts? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, hier gibt es viele Schubladen. Ja, eben, links oder rechts. Warte. Gut. Nächstes Mal. Bye. Scary. Mutterzirkus.